Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot, Blattgrün, Soul Link Challenge. Wir gehen auf Route 22, wie du gesagt hast im letzten Part, da kommt kein Rivale und fangen uns da im Graswatt. Aber ich habe in Erinnerung, da kommt ein Rivale. Ich glaube, wenn du extrem dumm gehst, kommt da ein Rivale dir entgegen. Ich glaube, wenn du hoch bei dem Gras gehst, kann das sein? Nee. Kann sein, ich fange mir jetzt erstmal 5 Pokebälle. Wo warst du? Bei welchem Gras? Ich bin hochgegangen. Also direkt das erste Gras, wenn du da runter gehst zuerst und dann links und wieder hoch, ne? Ja. Ich hab da echt Angst, ich will da nicht wirklich weit hochgehen, deswegen. Ja, da ist ja genug Gras, dass man da... Ja. Ich bin jetzt einfach in der ersten Reihe vom Gras, bin ich jetzt lang spaziert und bin einem Quapsel begegnet. Du kriegst nur Wasser, oder? Ich hab bis jetzt nicht... Also, das ist ein Wasser jetzt, ja. So, jetzt ist interessant, was ich jetzt kriege. Level 3, kannst du eine Wasserattacke? Das wäre nämlich richtig scheiße gerade. Ich werf einfach straight einen Pokéball. Oh mein Gott. Ich habe Muschers vor mir. Zwei Wasser. Sehr gut für die erste Arena. Ey, weh, du hast ein Wasser, weh, du... Nein, es hat Blubber! Du überlebst das Altmetall! Du weißt, dass ich gerade mit einem Feuer gegen ein Wasser-Pokémon kämpfe. Ja, ist bei mir auch so. Gestein gegen Wasser. Aber ich muss das schwächen. So, ich habe meins weit genug geschwächt. Pokéball, du bist dran. Also es kann sein, dass ich vielleicht gleich einen Trank einsetze. Weil ansonsten wird das nicht klappen. Hast du erstmal Pokébälle gekauft? Ja, habe ich. Im letzten Part noch. Okay. Ich dürfte, glaube ich, noch einen Blubber überleben. Ich habe das Muschers jetzt gefangen. Bleib drin. Nein! Ey, das Spiel trollt mich heute richtig. Ich fange hier ein Pokémon nach dem anderen und du machst mir alles kaputt. Ja, was kann ich denn dafür, wenn das nicht drin bleiben will? Zum Glück habe ich 2 Tränke, ey. Ich wünschte, jemand würde einen Counter dafür machen. Wie oft das wohl passiert, dass ich was fange und Ultra nicht. Ey, wenn das ein Volltreffer wird, ne, mein Pokémon ist tot. Das wäre schlecht. Ja. Weil dann habe ich nur noch einen scheiß Ladybug. Ladybug. Deckel. Oh Gott, kill's doch nicht straight. Also es lebt noch. Pokéball. Bleib drin. 1, 2, 3. Yes. Oh mein Gott. Was für eine Geburt immer bei den Kack-Pokémon. So, was hast du? Ein Quapsel. Was hast du? Ich hab grad Muschers, okay. Ja, Muschers hab ich. Gibt's da nicht so ein Essen mit Muscheln? Es gibt mehrere Essen mit Muscheln. Was denn zum Beispiel? Ich bin nicht so Seed-Mensch-Ess-Typ. Ich auch nicht, ich esse höchstens Sushi. Aber das auch gerne. Ja, aber Sushi passt dann auch eher zu Ding, ne? Nimm mal Quapsel Quassel. Das finde ich jetzt lustig. Quassel. So, Doppel-S? Keine Ahnung. Quassel? Ja, schreibt ruhig mit Doppel-S. So, Muschelgerichte. Warum muss ich das eigentlich für ihn? Ich habe eigentlich auch schon Google offen. Muscheln à la Pannepott. Dann geht sich nicht aus. Weißt du was, nenn's einfach Mahlzeit. War schon. Was zur Hölle? Man weiß warum. Denke ich, hoffentlich. Mahlzeit wird mit H geschrieben, ne? Ja. Gut, da habe ich es richtig im Kopf. WTF. Denkt mir scheiße aus. Ey, mir fällt nichts Besseres ein. Merke ich. So, Mahlzeit. Das erste, was mir einfällt, ist das Muschelgericht. Passt schon. So. Nochmal zur Zusammenfassung für die vielleicht die letzte Folge nicht gesehen haben. Ich besitze einen Donald, ein Mandybar und eine Mahlzeit. Donald lädt Mandybar, Donald ist ein Mandybar als Mahlzeit. Ich finde das gerade super.
Nun, als Mandibar zur Mahlzeit ein. Sein, ne? Quapsel, ich guck mir mal Quapsel an, ganz kurz. Zaghaft schon wieder, wow. Ich glaube, ich mache das echt so, dass ich im Hintergrund, bevor das eigentliche Pokémon ist, immer so einmal Donald hinstelle und so. Ein Schokoriegel. Feuchtigkeit gegen Selbstzerstörung, das ist ja eine super Fähigkeit. Und ich kann Blubber, also die erste Arena ist mit Quapsel auf jeden Fall, also mit Quassel auf jeden Fall kein Problem. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir das Team nicht verlieren, weil ansonsten habe ich ein Problem. Mahlzeit wählt wert Volltreffer ab. Oh. Er Tackle und Panzerschutz. Nice. Was immer Panzerschutz auch macht. Ich habe nie Wasser-Pokémon genutzt. Es ist einfach steigert Schutz. Ach so. Also Verteidigung, erhöht Verteidigung. Gut, dann hoch in den Vertania-Wald. Da können wir ja straight das nächste fangen. Ne? Also jetzt Route 2. Route 2, ja, und dann oben raus. Ich guck mal, was ich da auf Route 2 sonst noch fangen hätte können. Einfach weil irgendwie verlockend. Ein Flurmel. Nee, ich guck nicht nach, ich gehe weiter. So. Ja, ist dann natürlich, ich mach das gerade auch nur, weil ich ein bisschen leveln möchte. Vertania halt. So, hier wieder neues Pokémon fangen, ne? Genau, warte ganz kurz, ich bin gleich da. Dann, dass wir gleichzeitig begegnen irgendwie. Wäre schön. Ich weiß, welches Pokémon ich als erstes loswerden will. Ja, ich auch. Ist so. Verstehst du? Das ist der Schokoriegel. Ich weiß, welches ich als erstes loswerden will. Ist so. Ja. Yeah. Ist genau so. Okay, ich stehe vorm Gras. Bist du ready? Jo, rein. Jetzt noch nichts. Jetzt kann das Spiel da und da sehen. Oh mein Gott, nein! Schalocko. Ich auch. Wirklich? Ja. Sehr schön, dann haben wir ja. Ist deins männlich oder weiblich? Weiblich. Okay, meins ist männlich, haha. Oh Gott. Dafür ist meins. Das männliche Zeichen ist ja rot. Aber ist eigentlich. Eigentlich geil, würde ich sagen. Weil wir dann beide Schalocko leveln können, oder was? Nee, ich mag den Schmetterling tatsächlich. Ich mag die Schmetterlinge im Pokémon. Ja, yeah, der Schmetterling ist auch geil, aber. Ja, das Vieh jetzt erstmal hochleveln, klar. Das wird ekelhaft. Aber ich bin eigentlich mega zufrieden bis jetzt. Also das Kampf-Pokémon auf Route 2, mega schade, dass wir das nicht bekommen haben, aber hey. Was mich gerade ein bisschen anpisst, Schalocko setzt die ganze Zeit Härtner ein. Das kann auch nichts anderes außer Härtner, kann ich dir jetzt schon sagen. Oh mein Gott, das war ein Volltreffer. Der hat noch so ein HP oder so. Ja. Ein bisschen aufpassen. Ja, ich werfe jetzt gerade eben noch Half-Life. Ich werfe jetzt den ersten Pokéball, das ist straight raus. Ich auch. So. Bei dir? Ich hab's gefangen. Scheiße, jetzt müssen wir für das gleiche Pokémon überlegen, wie wir es nennen. Boah, ich hab voll die Idee. Okay. Zum Beispiel, ich nenne deins jetzt so Schoko und du sagst, ich soll meins Lade nennen. Das ist gut. Das ist richtig gut, ja. Okay, ich hätte nämlich auch straight auf Schokolade getippt. Aber wenn wir die beiden dann auch noch verbinden, das ist super. Ja, männlich und weiblich ergibt Schokolade. Also wer... Oh, also wer nimmt Lade, wer nimmt Schoko? Du nimmst, denke ich mal, Schoko, ne? Okay, dann nehme ich Schoko. Soll ich dann Lade auch klein schreiben? Nee, schreib's groß. Okay. Dass es nicht straight auffällt. Soll ich Lade Punkt, 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 Punkt machen? Lass mich noch 3 Punkte, dann ist da sogar noch ein Witz drin. Kennst du das nicht, wenn da steht so als im Screen so Lade Punkt, Punkt, Punkt? Okay, ja. Cool, dann heißt er jetzt Lade Punkt, Punkt, Punkt. So. Schoko. Weiße Schokolade. Lade tritt dir den Kampf bei. So, jetzt haben wir hier auch gefangen. Wann wollen wir eigentlich mal anfangen, die zu leveln? Das machen wir dann im nächsten Part, weil jetzt können wir ja schlecht aufhören. Nach 9 Minuten. Sachtwesen, Sacht. Was ist denn das? Dann machen wir auch wirklich komplette Level. Ja. Oder wie? Ja. Sacht ist auch ein. Nee. Sacht erhöht Spezialverteidigung und und senkt Spezialangriff. Ich weiß nicht, ob das gut ist bei dir. Okay, du greifst physisch an. Ich habe Fähigkeit Epidermis, heilt durch Härtung. Häutung. Check ich nicht.
Heilt durch Häutung habe ich auch. Aber was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht. Und bis wir es erfahren, ist es wahrscheinlich zu spät. Gut, kann man eigentlich relativ schnell rauskriegen. Wie heißt die Fähigkeit nochmal? Epidermis? Epidermis. Also, ich finde die Ausbeute gut. Schalocco. Schalocco. So. Der hat Fähigkeiten. Und was macht denn der kleine Bubi hier beim. Meine Freunde und ich wollten hier Käfer-Pokémon fangen, unsere Pokémon wollen kämpfen. Ach, okay, das sind deine Freunde hier im Vertania-Wald alle. Eine große Fanbase. Wahrscheinlich Apo Red. mit seinen Kiddies alle ihren Pokémon-Bälle fangen. Aha. Pokémon. Ich hol mir mal ganz kurz hier ein Item. Während du ruhst, Alter, hier kommt nur Schalocco, ne? Aber das Gute ist, hier kann man gut leveln, ne? Die können ja keine Angriffe, die können nur Härtner. Ja. Mega! Da haben wir ja mega viel Glück! Heißt das Expidermis? Kann das sein? Weiß ich nicht, du kannst das selbst nachgucken. Bin gerade in einem Schalocco-Kampf. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir vergeuden viel zu viel Zeit mit Kleinigkeiten. Also Expidermis macht folgendes, heilt Pokémon halt eventuell seine Statusprobleme. Ah, okay. Aber nur ganz eventuell. Ja. Egal, ist trotzdem eine kleine Chance. Und es kann schon. Was machen wir? Also ich hole mir jetzt erstmal das Item rechts. Eine Sananabeere. Super. Und dann kämpfe ich gegen den kleinen, der nicht kämpfen will. Verdammt, mir sind die Pokebälle ausgegangen. Ich fange nicht nur bloß Pokémon. So, ist immer genug Pokebälle dabei haben. Den Tipp gibst du mir jetzt, ne? Ich muss jetzt gegen den dritten Starter-Pokémon kämpfen. Hä? Ein Baumpel. Ach. So, ich kämpfe jetzt mal hier gegen einen Käfersammler. Käfersammler Anthony. Mit einem Hornliu Level 6. Aber gut, die dürften mir eigentlich nichts können. Ich bin Gestein. Ich bräuchte halt eine Gesteinsattacke vielleicht irgendwann. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Donald ist Level abgegangen und hat Energiefokus gelernt. Oh, Donald. Gleich dreht er durch. Donald OP. Jetzt wird er rot im Gesicht, dann dreht er durch. Ich sag's dir. Und ich habe einen Superball gefunden. Und ich werde schon wieder angegriffen. Und zwar, weißt du, mal gucken, welche Schalocco besser ist. Ich wechsle jetzt Pokémon und guck mal, welche Schalocco OP er ist. So. Tausch. Mein Schalocco hat noch 2 HP. Schalocco gegen Schalocco. Gegnerische Schalocco aktiviert Härtner. Ich aktiviere. Lade setzt Härtner ein. Lebensschelle. Altmetall hat Lebensschelle erlernt. Oh, ich weiß, wie ich dein nächstes Pokémon am liebsten nennen würde. Weißt du schon was? Wie? Nee. Niemand. Lass mich da immer überraschen. Weißt du, warum niemand? Ja. Niemand setzt Tackle ein. Dann hättest du bei Isso machen können, weil das braucht eh keiner. Ich mach Energiefokus jetzt mal. Donald pumpt sich auf. Ist nicht so. Ist nicht so, setzt Tackle ein. So, bam. Boah, ich mach den ja kaum Schaden, ey. Ja, richtig ekelhaft hier gerade gegen die Raupis. Ich meine, der Schalocco hat schon so oft die Verteidigung gesteigert, dass ich ihn kaum noch Schaden mache. Ich würde aufpassen, nicht, dass du Verzweifler dann einsetzt, wenn du keine AP mehr hast. Das wäre blöd, weil dann kriegst du ja selbst auch Damage. Ich Verzweifler? Ja. Wenn dein Pokémon keine AP mehr auf allen Attacken hat, die es hat, dann setzt es nur noch Verzweifler ein. Ja, dann wechsle ich das Pokémon, ich habe ja noch 3. Ja. Ist nur so ein Ratschlag von mir, ne? Musst du nicht beherzigen. Was für ein Ratschlag, so ein Radratschlag oder ein Ratschlag? Schon wieder ein Rabautz. So, Schalocco wurde getötet. Immer wenn ich jetzt dieses Rabautz sehe, werde ich dran denken müssen, wie ich auf Route 2 gegen das kläglich versagt habe. Oh, ich wurde angegriffen. Von einem Trainer.
Ja. Der sagt, hey, du hast Pokémon, los, lass uns kämpfen. Gegen den hast du schon gekämpft, oder? Ist ein Käfersammler, ne? Mit zwei ja. Pokémon. Ja. Dann habe ich gegen den gekämpft, ja. Ich renne da gerade die andere Richtung lang. Also die. Ne? Jo. Einfach ein bisschen weiter rennen. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt sowieso nicht gleich auf sein, weil hier macht jetzt einfach jeder sein Ding. Ja, wenn jemand, wenn Pokémon stirbt, sagt man das vielleicht ja. mal den. Das wäre nur gut, ne? So, drei Folgen später. Ach so, übrigens. Donald ist tot. Und du stehst gerade so vom Gemaster und denkst du so. Ach, ich will ja nicht sagen, aber mein Altmetall hat fast keine AP mehr auf Angriff, also auf Tackle. Und ich habe sonst ja. keins, mit dem ich angreifen kann. Also, mein Donald ist schon Level 8 geworden, ey. Ja, du hast jetzt hier mit deinem Feuer-Pokémon leicht reden, ne? Weil du brennst hier einfach alle nieder. Soll ich? Ich habe gerade für einen Moment überlegt, ob ich Lade in den Kampf schicke. Aber der hat noch 2 HP. Ich will nicht unser Lade umbringen. Ja, das wäre blöd. Weil das hätte ich gern. Das würde ich gern behalten, ein bisschen noch. Ich auch. Und da man es ja nicht einfach neu fangen darf. Oh, ja. Donald wird gefährlich krank. Der ist schon im gelben Bereich. Altmetall erreicht Level 8. Wie sieht denn das aus, wenn Altmetall ein Level erreicht? Es fängt an zu rosten. Ist ein Argument, ne? Ja. So, Käfersammler Tristan geklatscht. Bitte sag, Lehmschelle macht Schaden, weil ansonsten stehe ich jetzt ohne Angriffe da. Nimm ein anderes Pokémon. Ja, die können nichts. Außer mein Wasser-Pokémon mit Blubber, aber ansonsten. Kann ich den Trainer danach auch noch angreifen? Oder kann ich mich jetzt einfach frei bewegen und angreifen, was ich will? Beweg dich so, wie du willst. Also, okay. Beim Vertania-Wald-Ausgang würde ich sagen, warten wir dann zusammen, aber ansonsten renne ich halt jetzt hier gerade rum und mache einen nach dem anderen tot. Okay. Ja, ich habe gerade Carbon übrigens eingesammelt als Item. Also ich muss jetzt gleich zurückrennen ins Pokémon Center, weil sonst habe ich keine Pokémon mehr. Ich lasse drauf ankommen. Kukuna, ja gut, das kann sowieso nichts. Ich opfere unsere Pokémon. Ja, ist halt ein bisschen... Oh nein, das macht Härtner. Ey, wie lange brauche ich denn jetzt, um das zu killen? Mach bitte ein paar Volltreffer, Altmetall. Ich stell mir gerade vor, wie du mit Altmetall kämpfst, einfach so einen Altmetallklotz nehmen und jemand an den Kopf schmeißen. Schön. Wow, ich mach den Kukuna gerade 1 KP pro Runde weg. Oh mein Gott, ich krieg das gegnerische Hornlio nicht tot, aber das hat jetzt schon zum dritten oder vierten Mal Fadenschuss aktiviert. Das sind Level 7, ne? Dann sind wir im selben. Am Ende hat der so ein ekelhaftes Kukuna. Grauenhaft. Ich warne dich davor. Okay. Dann setzt einfach dauerhaft nur Härtner ein. Er hat jetzt nochmal Hornlio eingesetzt. Oh Gott, er hat 3 Pokémon. Ja. Deswegen, genau in den Kampf bin ich rein ohne AP fast. Ich nehme schon mal einen Trank. Ich habe mir ja ein paar gekauft. Ja, ich auch. Jetzt habe ich noch 4 Tackle und danach muss ich auf Blubber wechseln. Und wenn Blubber weg ist, habe ich nichts mehr zum Angreifen. Weißt du, wenn der auch... Okay, er hat einen Kokuna. Kokuna kann aber auch nichts anderes. Also der kann nicht angreifen, oder? Ja, kann nicht angreifen. Dann packe ich da gleich Lade hin in den Kampf. Ja, hallo, die Möglichkeit nutzen zu leveln. Das macht doch Sinn. Tatsächlich, ja, hast recht. Wenn ich schon die gleichen Pokémons verwende. Oh Gott, mein Donald ist vergiftet. Da hast du tatsächlich recht, dann wechsle ich auch mal Lade ein. Schoko. Ja. Mein Donald ist vergiftet. Oh shit. Das heißt, ich darf jetzt keinen einzigen Trank mehr verwenden, damit ich vielleicht noch zum Pokécenter schaffe. Ansonsten ist unser Starter weg. Oh shit. Und der muss jetzt ihn auch mal besiegen. Hör auf mich zu veranschussen. Geht mir genauso. Mach hin, Quapsel. Alter, ist das jetzt noch so spannend wird nach dem langweiligen Kampf? Ein vergiftetes Pokémon kann nicht, wenn es zurückgezogen ist, sterben, oder? Ich glaube nicht, oder? Kann das sterben, während es im Team ist? Ja, ich meine, wenn du im Kampf bist. Also ja, im Kampf nimmt's...
Okay, ja, aber kannst, wenn du gehst, sterben. Ja, ja, wenn ich mich bewege, dann kommt immer so... Ja, aber kann das dann unter 1 KP sinken, so gesehen? Ja. Oh, das ist doof. Das ist richtig doof, weil der Weg ist richtig lang. Ja, ja, ich habe ja noch 2 Tränke und ich glaube einen Supertrank sogar noch. Okay, das ist gut. Aber das Problem ist, okay, ich ziehe jetzt auf, ich muss den auf jeden Fall jetzt zurückziehen. Ja. Wo hast du denn die ganzen Tränke her? Ich habe nur 2 Tränke gehabt. Ich bin einkaufen gegangen. Ja, ich habe alles für Pokébälle ausgegeben. So, jetzt habe ich Kokuna gespielt, jetzt kann ich ja das Pokémon wechseln. Medibar, du bist dran! Ich muss mit Medibar kämpfen. Geil. So. Also meine Pokémon sind geheilt, ich habe kein Problem mehr. Du musst mir ja noch Bescheid sagen, wie es bei dir aussieht. Und nach dem Kampf müssen wir den Part beenden. Also wenn du zurück ins Pokémon Center kommst, müssen wir den Part beenden. Ja. Mal so eine Frage. Ja. Was dagegen, wenn ich vorspule, weil... Nee, ich drücke gerade die ganze Zeit A und der Gegner macht die ganze Zeit Härtner. Ja, ist bei mir auch so gewesen, aber es dauert ja nicht lang, ist ja nur Level 7. Doch, mit Manibar macht das. Weil Manibar ist nur Level 3. Ja gut, ich habe auch nur 1 KP Schaden gemacht immer. Jetzt ging die Attacke dann gegen daneben. Also es dauert jetzt eine Weile, ne? Ja, ich glaube, das wird noch relativ spannend bei dir. Ob du es zurückschaffst oder nicht. Ja, bei dir auch. Ich stehe jetzt hier neben dem Haus. Hm. Wenn das mein guter Donald nicht schafft, der hat gerade Glut geleert. Ich will nicht, dass der drauf geht. Ja, das wäre richtig bitter, weil dann stehe ich wieder da in der Arena und hab nichts. Ja. Aber dann lag es nicht an mir. Wer hätte davon ausgehen können, dass ich direkt vergiftet werde? Irgendwo liegt auch bestimmt ein Gegengift rum. Warte, ja, okay, gut, die sind gerandomized. Da wirst du kein Gegengift finden. Eben. Habe ich nämlich auch erst überlegt. Boah, Alter. Manibar trifft manchmal einfach nicht und manchmal schon, aber er macht in jedem Falle mega wenig Schaden. Ach, verdammt, ey. Kokuna kann ich mehr weiter erhöhen. Ja, bei mir auch. Und dann war es nach, ich glaube, 5 Angriffen dann tot, endlich. Ach, geschafft. So. Manibar erhält 52 XP, geht Level up. Das Gute ist, mein Altmetall kann nicht vergiftet werden. Das heißt, ich habe hier richtig leicht reden. So, wie viele Punkte heilt jetzt ein Trank? 20, glaube ich. Du musst halt jetzt wirklich jede Sekunde reingucken, ne? Okay. Das wird spannend. Autsch. Autsch. Jetzt hat er noch 11. Nimmt er immer einen Schaden? Ja, ich glaube schon. Ich würde trotzdem auf Nummer sicher gehen. Er nimmt immer einen Schaden. 9, 8, 7. Schaffst du's? Jetzt erstmal den Trank. Wo bist du gerade? Oh shit, ich habe tatsächlich nur einen Trank. Ich habe gar keinen Supertrank. Also ich habe 2 Tränke. Wo bist du gerade? Ich habe einen super Wald. Oh shit. Ich bin immer noch im Wald. Nee, das wirst du nicht schaffen. Ich probier's. Das ist viel zu weit weg, das Pokémon Center. So, jetzt hat es erstmal wieder 27 AP. Das 26, ist eindeutig viel zu weit weg. 25, 24, 23. Ich hab ein Top-Elixier gefunden. 22. 21. Ja gut. 20. Ist auf jeden Fall 19, viel KP. 18, doch, doch, das wird gehen, oder? 17. Du hast ja noch einen Trank, 16, oder? Ja. Dann geht's ja. Oder? 14. Es ist ja nicht jeden Schritt 13, Damage, oder? 12. Jeden dritten. Okay, das ist gut. Das ist ja gut. Noch 11 AP, ich bin aber schon wieder in Vertania. Ja, okay, dann. 10, 9, Holy 8. Shit! Schreibt mal in die Kommentare, wer gedacht hat, dass wir jetzt einen Pokémon straight verlieren. Boah.
Das nennt man Skill. Hätte ich nicht vorher Tränke eingekauft, wäre es jetzt gewesen. Weil ich habe nämlich genau zwei Tränke extra noch gekauft. Gut, dann werden wir jetzt offscreen leveln nach dem Part. Ich hole mir jetzt erstmal nochmal Tränke eben. Ja, ich meine, nach dem Part werden wir offscreen leveln dann. Offscreen leveln? Ja. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder mit einem etwas stärkeren Team als jetzt. Bedanke mich fürs Zusehen. Das war Soul Link für heute. FB. Soul Link für heute. Aber beim nächsten Mal wieder dabei. Okay. Tschö, tschö. Mein Name ist Rick Proto, vergesst nicht, blutet niemals aus. Auf Wiedersehen.